Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück in den Eingeweiden der Seku. Sätze, die man schon immer mal sagen wollte. Okay, ich habe jetzt Murray im Inventar. Was ist da draußen los? Kann Murray eigentlich mit allem benutzen. Was machst du? Ich weiß nicht. Experimentieren. Experimentier mit etwas anderem. Oh. Aber... Ich will aber... Was machst du? Ich weiß nicht. Experimentieren. Experimentier mit etwas anderem. Okay. Kann ich mit ihm reden? Wen erschrecken wir als nächstes? Alles in Ordnung hier drin? Du musst diesen Saugwurm loswerden. Ich hatte ihn fast. Aber du kannst nichts schmecken. Es ist trotzdem ekelhaft. Es ist einsam hier drin. Oh, arme Murray. Schau dir das an. Gruß, Brillenschlange. Hey, das ist nicht nett. Ja, ich kann ihn nicht kontrollieren. Natürlich nicht. Trotzdem toller Trick. Okay, wir benutzen Murray mal mit Morgan. Morgan, ich fand einen alten Kopf. Einen Schädel. Wow. Hallo, wie heißt du denn, meine Hübsche? Aufhören. Ich mach gar nichts. Ich sehe vielleicht aus wie ein Schädel, aber ich bin ein ganzer Mann. Ich scherze nicht. Ich auch nicht. Was hältst du davon, wenn wir hier Feierabend machen? Wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen bei der Milz. Das reicht. Murray, du alter Aufreißer. Hey, Threepwood, ich würde wirklich gerne rausgehen und mir die Beine vertreten. Schau dir das an. Nehmt euch vor meinen klappernden Kiefern des Untergangs in Acht. Rau, als ich ein Kind war, hatte ich eine lähmende Angst vor Bauchrednerei. Okay, jetzt kann ich ihn noch mit Bug-Eye verwenden. Berühre mich dort noch einmal, dann töte ich dich. Schau dir das an. Hey Matrose, warum so verärgert? Süß. Süß? Das ist cool. Also ich hätte gerne einen Murray, den ich überall mit hinnehmen würde und der könnte sich nicht wehren und müsste alle Sachen mit mir machen, auf die ich Bock habe. Der würde mich wahrscheinlich hassen. Dekamas Pläne, um das Innenohr oder die Hörschnecke der Seku nachzubauen. Sie sind bemerkenswert übersichtlich, bedenkt man, dass sie von einem Exzentriker gezeichnet wurden. Ich gebe Dekama mal die... Mann, du hast ein paar seltsame Dinge in deinen Taschen. Den Saugwurm. Vorsichtig! Sie haben einen Saugwurm im Rachen der Seku gefunden. Fein, dann bauen wir jetzt die Hörschnecke. So ist das geplant. Es fehlen nur noch 99.999. Sag das nochmal. Jeder Saugwurm liefert leider nur einen so geringen Anteil an verwendbarer Hülle, dass meine Kalkulationen nun den Bedarf von weiteren 100.000 ergeben haben. War doch klar. Da gibt es nichts zu lachen, Trivillo. Wir haben aber nicht genügend Zeit, um so viele Saugwürmer zu sammeln. Im Gegenteil. Zeit ist das Einzige, was wir haben. Vertrauen Sie mir, am Ende wird es sich auszahlen. Das ist doch alles Kokolores. Neuer Plan, die echte Hörschnecke finden. Okay, was haben wir da? Hörschneckenstück. Dekavas selbstgemachte Hörschnecke. Sie sollte ungefähr in einem Jahrzehnt fertig sein. Was gibt's hier noch? Aktentruhe. Eine Kapitänstruhe. Wahrscheinlich finde ich darin jede Menge Müll. Oder persönliche Geheimnisse. Offensichtlich konnte Dekava schon einige Saugwürmer sammeln. Stehen uns also nur noch ein paar Jahrzehnte der Saugwurmjagd ins Haus. Was gibt's hier noch? Ausgang zum Bauch. Wo ist Winslow?
Oh, dem scheint's nicht gut zu gehen. Alles klar da drin? Was dachten Sie denn, Sir? Ich genieße gerade ein Glas warme Milch. Okay. Van Winslow, wie geht es Ihnen? Ihr Mitgefühl kann mir gestohlen bleiben, Shreepwood. Ich werde Sie am Kreuzmast aufknüpfen, damit Ihnen die Möwen das Fleisch vom Knochen picken. Aha, demnach nicht so gut. Nochmal? Winslow! Ich bin nicht Ihre dralle Freundin, Captain Skippy! Sprechen Sie meinen Namen voll Ehrfurcht, sonst bekommen Sie den Zorn meines Entermessers zu spüren! Puh! Nochmal. Alles klar da drin? Was dachten Sie denn, Sir? Ich genieße gerade ein Glas warme Milch. Okay. Okay. Winslow geht's offensichtlich gut. Kann ich Murray mit Winslow verwenden? Benutze Murray mit Quartiertür. Was machst du? Ich weiß nicht. Experimentieren. Experimentier mit etwas anderem. Dann nicht. Schade. Hätte lustig werden können. Dann benutze ich Murray halt mit der Kawa. Hey, der Kawa. Was ist? Schau dir das an. Ah, buenos dias, Opa. Das ist ein sprechender Schädel. Wir haben keine Zeit für dummes Spielchen, Matrose. Ah, alle so humorlos. Wuhu, ab in den Darm. Okay, dann mache ich halt mal das, was wirklich getan werden muss. Wenn ich deine Beweglichkeit nur für das wahre Böse nutzen könnte. Der ist nicht zum Aufstecken. Hm. Hallo. Was geht? Ich hebe das Glas auf diesen ganz besonderen Augenblick. Gerechter. Was ist der Anlass? Obstdienstag. Wuhu! Obst! Du hast große Taschen. So. Und? Threepwood, du hast den größten Fehler deines Lebens begangen. In meiner neuen körperlichen Form werde ich diese Länder abfackeln, nur um sie nach meinem ruchlosen, allmächtigen Abbild wieder aufzubauen. Und? Gefällt dir dein neues Outfit? Das tut es. Santino, Bruder, möchtest du mir dabei zusehen? Die Menschheit verspricht mir ihre Treue. Unsere Bruderschaft ist ein Band, das in den Flammen der Hölle geschmiedet wurde. Vielleicht werde ich mich einen Augenblick an dieser Bruderschaft weiden. Bevor du die Welt abfackelst? Terror wird über diese Seekuh hereinbrechen. So viel steht fest. Hallo, Santino. Aloha. Wie behandelt dich der Körper? Bemerkenswert gut. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich meine Gliedmaßen unter Kontrolle habe. Oh Junge, dann geht es uns an den Kragen. Ich werde dir eine neue Definition für Elend schreiben. Du kannst jetzt auch lesen und schreiben? Noch nicht ganz. Magst du diese Typen wirklich? Mögen? Ich mag niemanden. Aber ich liebe die Bruderschaft. Was ich hier habe, ist eine Gruppe von Männern, die ich nach meinem Gutdünken formen kann. Ihre Schicksale sind an meine gebunden und mein Schicksal führt zum höchsten Thron der Hölle. Die Bruderschaft passt also zu dir. Außerdem arbeitet Buckeye an einem Bekenntnis. Ich liebe Bekenntnisse. Bekomme ich deine Stimme für die Bruderschaft?
Wir sind sehr wählerisch bei unseren Mitgliedern. Vor 15 Sekunden habe ich dich noch reingeschmuggelt. Wie wär's mit etwas Dank für den Aufwand? Okay, okay, sicher, Creepwood. Wir sprechen uns später, Murray. Pass auf dich auf, Windbeutel! Okay. Jetzt habe ich schon mal die Stimme von Murray, Noogie und jetzt brauche ich noch die Stimme von Bogey. Ahoi! Was jetzt? Du bist ein echter Spielverderber. Warum sollte ich raufbeugen gegenüber freundlich gesinnt sein, die sich in die Dynamik der Bruderschaft einmischen wollen? Gleichst du da nicht den Tyrannen, die ihr so sehr hasst? Ich hab dich nicht darum gebeten, dich einzumischen, Zuckerschnecke. Wir regeln hier unten alles demokratisch. Noogie, Moose und Santino haben alle das gleiche Entscheidungsgewicht. Und wie ist das mit deiner Entscheidung, hier der Depp zu sein? Nein, nein, das ist ganz allein meine Sache. Fischeis Alabaster. Gefeierter Philosoph oder gruseliger alter Mann, der am Ende der Straße wohnt? Fischeis hat als erster die Ehre der Meuterei erkannt. Er war jahrelang ein professioneller Ausgucker, bis die Belastung seine Sehnerven beschädigte. Es hat zwar sein Gesicht ruiniert, aber seinen Geist erweitert. Er hat nie wieder in seinem Leben gearbeitet. In Erinnerung an ihn machen wir weiter. Wer? Was ist mit Fischeis Alabaster nochmal passiert? Er war jahrelang ein professioneller Ausgucker, bis die Belastung seine Sehnerven beschädigte. Es hat zwar sein Gesicht ruiniert, aber seinen Geist erweitert. Er hat nie wieder in seinem Leben gearbeitet. In Erinnerung an ihn machen wir weiter. Ist das der Typ von dem Gemälde? Was hältst du davon, dem guten alten Guybrush Threepwood bei der Wahl deine Zustimmung zu geben? Klar. Komm schon, warum denn ich... Warte mal, meinst du das wirklich? Du bekommst meine Stimme, sobald du gegen mich in einem Piraten-Grimassenduell gewinnst. Wir wollen in der Bruderschaft keine Warmduscher. Wird das sehr wehtun? Höchstens deinem Stolz, Johnny Keks. Ich zeige dir meine beste Piraten-Grimasse und dann musst du das lediglich toppen. Originalität zählt. Ich bin ein Pirat mit Gesicht. Das sollte folglich ein Kinderspiel für mich sein. Bereit? Ich beginne. Also gut. Wir freuen uns auf ein Piratengrimassenduell der Extraklasse. Da ist schon Bugeye, der Vizekönig der Grimassen gegen... Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Zeig's ihm, Bugeye. Das ist... stinkend Strabismus Fiesling. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Zeig dich von deiner schlechtesten Seite, Guybrush. Beweis dem egalitären Narren, wer hier der Chef ist. Schau dir das mal an. Okay, ich kann gerade nur dieselben machen. Hier kommt... stinkend Strabismus Fiesling. War's das? Ja. Warst du nicht dabei, als ich etwas über Originalität erwähnte? Oder bist du so ein erbärmlicher Pirat, dass du meine Grimassen bis aufs i-Tüpfelchen kopieren musstest? Also wirklich, Guybrush. Was ist? Ich habe meine persönliche Note angefügt. Er hätte ebenso gut in einen Spiegel schauen können. Das war demütigend. Du bist mir ja so ein mächtiger Pirat. Autsch. Zu schade, Alter. Es ist dir einfach so aus der Hand gerutscht. Pass auf, sie wird ihren Fehler bemerken und dann zurückeilen. Warte. Warte. Also, Piratengrimassen. Du solltest dir vielleicht vorher noch ein paar Becher gönnen, damit du dich von miserabler Peinlichkeit zu schlichtem Versagen steigern kannst. Aber das Autogramm. Ein original unterschriebener Guybrush Threepwood. Morgen wird ihn zurückhaben wollen.
Hey Mo! Was ist denn? Arr! Arr! Jo, das ist eine neue. Ich füge das zu meinem Piratengrimassenrepertoire hinzu. Hallo, Santino. Aloha. Okay, holen wir uns mal von allen irgendwelche Grimassen ab. Arr! Dein verdrehter Zauber könnte nicht mal ein Schulmädchen erschrecken. Zu meiner Zeit konnte ich einen Mann mit einem Grinsen zu Stein erstarren lassen. Ich konnte Blut mit einem finsteren Blick zum Kochen bringen. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Grund und Lippen. Wir sprechen uns später, Murray. Pass auf dich auf, Windbeutel! Hallo. Was geht? Arr! Arr! Nette Technik. Okay, jetzt ist Nugi dran. Mein Freund. Arr! Der ist gut. Okay, dann nochmal zu Bug-Eye. Ahoi! Was jetzt? Bei ihm kann ich das nicht machen. Kann ich das bei Dekaba machen? Buggy Bilgewater. Mach's gut, Threepwas. Matrose, könntest du mir einen Gefallen tun? Los. Ich habe einen solchen Brand. Ich würde sterben für einen Drink. Aber nicht dieses gelbe Zeug. Das ist gefährlich. Meine Augen drehen dann mehr durch als bei einem Zwergspitz, der vor Wut nur so schäumt. Okay, ein Drink kommt sofort. Tagchen, Boss. Wie macht sich mein Drink, Matrose? Keine Sorge, ich bin dabei. Arr! Was war denn das für ein Unsinn? Eine Piratengrimasse. Furchterregend. Ich bin Forscher und ein angesehener Abenteurer. So etwas schickt sich für mich nicht. Nicht mal ein klein wenig? Nicht einmal einen Hauch. Oh. Man braucht 100.000 dieser Saugwürmer, um eine Hörschnecke zu bauen? Meinen Berechnungen zufolge, ja. Das wird ja ewig dauern. Das weißt du, richtig? Ewig? Nein, mehrere Jahre. Ja, ein leidenschaftlicher Abenteurer muss sich auch auf weit entfernt liegende Ziele konzentrieren können, Besatzungsmitglied Threepwood. Hä? Was war denn das? Was soll ich tun, Kapitän? Ich habe einen solchen Brand. Ich würde sterben für einen Drink. Aber nicht dieses gelbe Zeug. Das ist gefährlich. Meine Augen drehen dann mehr durch als bei einem Zwergspitz, der vor Wut nur so schäumt. Okay, ein Drink kommt sofort. Was treibst du so? Ich arbeite am Ersatz für das Innenohr. Und Sie hätten mir dazu das Material bringen sollen. Ja, richtig. Saugwürmer. Warum bist du am La Esponja Gordo interessiert? Er ist ein ganz besonderes Voodoo-Artefakt. Eines Nachmittags schlenderten wir gerade über ihren Lieblingsflohmarkt für Hexenkunst, als die Voodoo-Lady die Energie dieses gigantischen Schwammes erwähnte. Und ab da gab es für mich kein edleres Geschenk für meine dralle Zauberhexe. Und seitdem hat dich diese Aufgabe nicht mehr losgelassen? Hätte es nicht auch ein Blumenstrauß oder ein handgefertigtes Regal für Schrumpfköpfe getan? Stellen Sie sich doch mal Ihr Gesicht vor, wenn Sie dieses Geschenk auspackt. Ist dieses Ding denn nicht riesengroß? Dann eben, wenn Sie die Schleife entfernt. Deine Besatzung, das ist vielleicht lustig. Oh, meine Besatzung. Sagen Sie nichts mehr. Ich will mich vor einem neuen Mitglied nicht so entblößt zeigen. Oh, ihre Schreie verfolgen mich noch im Traum. Also bis dann. Machen Sie's gut. Okay, haben wir sie wenigstens nicht verraten.
Du Aufwiegler. Ja? Genießt du denn deine Zeit mit der Vereinigten Demokratischen Bruderschaft des Seekuh-Interieurs? Wie könnte ich das nicht? Ich kann es kaum erwarten, endlich gewählt zu werden. Das werden wir dann sehen. Bis dahin möchte ich hier keinen Ärger haben. Hier unten ist es angenehm und es geht sehr entspannt zu. Ist gebockt. Ein gut gemeinter Rat noch. Bohre nicht oben herum und halte dich von Dekawa fern. Das Letzte, was diese Seekuh jetzt brauchen kann, ist die Wiederherstellung ihrer Orientierungsfähigkeit. Wir müssen nicht irgendeinen heiligen Paarungsplatz erreichen. Mal im Ernst. Ich habe noch nie zuvor Seekühen bei der Paarung zugesehen, aber ich weiß ziemlich sicher, dass ich meine Premiere nicht im Inneren einer Seekuh erleben möchte. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind. Hey Mo! Was ist denn? Okay, ich komme später wieder. Lass dir ruhig Zeit. Gerade nervt sie mich ein bisschen. Okay, er wollte nicht das gelbe Sekret. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihm das gelbe Sekret geben sollten. Also suche ich mal nach dem gelben Sekret. Okay. Gallensammlung. Eine Ansammlung gelber Gallensäure. Okay. Wohl bekommt's. Der Pegel ist zu niedrig, um eine Probe zu nehmen. Ah, okay. Nugi muss etwas mit mehr Groove spielen. Etwas Rockigeres, etwas Härteres, etwas Schnelleres. Partyzeit und so. Hey, Nugi! Nugi, mein Freund! Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Falsche Richtung. Ach Mist. Nugi. Nugi, mein Freund. Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Mann, Nugi! Pegel ist zu niedrig, um eine Probe zu nehmen. Doof. Okay, ich überleg mir was und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!